Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So, hallo, herzlich willkommen zum heutigen Webinar zum Thema Maßnahmenmanagement. Ja, legen wir gleich los. So, Moment. Zu den Moderatoren. Mein Name ist Michael Zietsch. Ich bin Projektmanager bei der IBM Solution. Und die Kollegin Natascha Unger ist heute nicht da, aber dafür der Daniel Rausch, der heute den Co-Moderator geben wird und den Chat moderiert. So, ganz kurz noch zum Thema IBM Solution. Was machen wir? Wir sind eine Beratungsgesellschaft in mittelständischer Größe und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Business Intelligence, mit SAP-Produkten und im Rahmen des ganzen SAP-Produktportfolio auch mit dem Thema Prozessoptimierung und Technologieberatung. Also letztendlich alles, was quasi nicht klassisches ERP-Business ist, bietet die IBM Solution an. Zu unseren Standorten in Deutschland und auch außerhalb von Deutschland. Wir haben einen Firmensitz in Neuss in Nordrhein-Westfalen. Baden-Württemberg ist der Hauptsitz in Heilbronn. Und ich sitze aktuell in München und ja, genieße das gerade das schöne Wetter. Wir haben noch weitere Firmensitze in der Schweiz und in Bulgarien, wo wir auch Nearshoring-Projekte dann machen können. So, jetzt noch ganz kurz zu der Präsentation selber. Sie sind jetzt aktuell stumm geschaltet. Wenn Sie Fragen haben, bitte nutzen Sie die Chat-Funktionalität. Die Fragen werden dann an mich weitergegeben und ich versuche die dann auch gleich on the fly zu bearbeiten. Also im Gegensatz zu was hier steht, können Sie auch gleich fragen und wir bauen das dann einfach flexibler. Gut, also zur heutigen Agenda. Es geht um das Thema Maßnahmenmanagement. Die Begrüßung haben wir ja jetzt schon abgeschlossen. Ich gehe nochmal ganz kurz darauf ein, was versteht man denn unter dem Thema Maßnahmenmanagement? Und dann möchte ich aber eigentlich relativ schnell dann schon in die Praxis einsteigen und anhand eines Demo-Szenarios vorstellen, wie quasi man ein Maßnahmenmanagement abbilden könnte, gerade mit den Standard-SAP-Produkten. So, zunächst mal, was steht man denn unter dem Maßnahmenmanagement? Also ich würde Maßnahmenmanagement so definieren oder erstmal die Maßnahme an sich definieren. Eine Maßnahme sind für mich Schritte, die es eben ermöglichen, dass ich aus einem Zustand A in einen Zustand B wechseln kann. Das kann ganz unterschiedliche Sachen sein. Meistens ist es ja so, dass wir von einem Ist-Zustand oder mit einem Ist-Zustand unzufrieden sind und wir diesen Zustand ändern wollen, also in einen Zustand B wechseln wollen. Und die entscheidende Frage ist jetzt, ja, was sind denn jetzt meine Schritte, um quasi in den Zustand B zu wechseln? Demzufolge beschäftigt sich dann eben das Maßnahmenmanagement gezielt mit dieser Anlage und Steuerung der Maßnahmen, um eben dieses Ziel B, das ich erreichen will, auch zu erreichen. Ja, also Anwendungsfälle in der Praxis kann man sich ganz vielfältig vorstellen. Es kann sein, Sie sind ein produzierendes Gewerbe, Sie sind mit Ihrer Qualität, Ihrer Produkte nicht so ganz zufrieden und wollen die Qualität steigern. Also ist die Frage, welche Maßnahmen implementiere ich, um meine Qualität auf das Ziel, was ich mir vorstelle, zu heben. Und was natürlich dabei immer eine Rolle spielt, ist zum einen, ich muss diese Maßnahmen definieren und dann auch quasi als Prozess begleiten und dann auch immer letztendlich auch abfragen, was denn der Zustand meiner Maßnahme ist, wie weit ist mein Erreichungsgrad und inwieweit trägt diese Maßnahme eben zur Zielerreichung auch bei. Aber
letztendlich können sich da alle möglichen Szenarien vorstellen. Es können Personalentwicklungsziele sein oder auch, sie wollen den Gewinn ihres Unternehmens steigern. Also vielfältige Möglichkeiten, Einsatzmöglichkeiten grundsätzlich denkbar. Genau. Und möchte ich jetzt gar nicht so viel über die Theorie reden, sondern eigentlich schon direkt anhand eines konkreten Beispieles mal durchgehen, quasi wo das Maßnahmenmanagement greifen kann. Zu dem Demo-Szenario, was ich heute nochmal mit Ihnen durchgehen möchte, ist folgende, folgender Aufbau. Wir haben eine Gesellschaft, eine Muttergesellschaft, also einen Mittelständler mit dem produzierenden Gewerbe, mit einigen Subgesellschaften, die quasi zur Muttergesellschaft gehören, aber eigenständig rechtliche Einheiten sind und auch in dem Fall die Müller GmbH zum Beispiel stellt Fahrräder her, Schmidt GmbH stellt Reifen her und so weiter. So, die Geschäftsführung verlangt jetzt, weil das Business gut läuft und da Wachstumspotenziale ersichtlich sind, dass das EBITDA, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, um 20% gesteigert wird. Und dafür soll eben ein Erfassungssystem geschaffen werden, in dem die Einzelgesellschaften quasi definieren und die dafür notwendigen Maßnahmen ablegen, um eben dieses Ziel zu erreichen. Bisher war das eben so, dass man sich Planziele gesetzt hat, natürlich, wie fast jede Firma sich Planziele setzt. Aber man hatte letztendlich das Planziel wurde nie richtig mitverfolgt, auch unterjährig. Das heißt, im Herbst machen ja die meisten Firmen eine Planung für das nächste Jahr. Und bisher war es eben so, dass letztendlich nur eine Nachbetrachtung gemacht wurde, wie weit habe ich denn mit meinen Ist-Zahlen das Planziel erreicht und nicht erreicht? Mit den entsprechenden Intransparenzen, dass nicht klar war, wenn zum Beispiel Ziele nicht erreicht wurden, warum wurden sie nicht erreicht oder was hätte man denn frühzeitig machen können, um diese Ziele vielleicht doch noch zu erreichen? Und damit dieses eben transparenter wird, auch für die Geschäftsführung, soll eben ein Erfassungssystem umgesetzt werden, in dem auch unterjährig sogenannte Vorschauwerte erfasst werden sollen zu diesen einzelnen Maßnahmen. Also muss ich das so vorstellen, normalerweise machen ja die meisten Firmen eben im Herbst oder im Sommer quasi die Planung für das nächste Jahr. Das heißt, unser Planwert, in diesem Fall für 2013, wurde im Herbst 2012 erfasst. Und nun soll es aber auch unterjährig im laufenden Geschäftsjahr 2013 auch zu diesen Maßnahmen und zu dieser Zielerreichung eben Vorschauwerte erfasst werden. Das heißt, wir haben nochmal vier Zeitpunkte innerhalb des Jahres, wo eben der aktuelle oder der zu erwartete Zustand abgefragt wird. Das heißt, zum Beispiel jetzt im März 2013 erfasse ich die Vorschau 2 plus 10. Die heißt deswegen so, weil ich schon zwei Ist-Monate ja habe, wo ich schon weiß, wie die gelaufen sind. Und 10 Monate liegen noch in der Zukunft, wo ich noch quasi sage, okay, ich habe jetzt schon gewisse zusätzliche Informationen zu meinem Planwert, weil ich ja schon zwei Ist-Monate habe, und ich kann nochmal einen aktuellen Stand abgeben, wie es dann mit meiner Zielerreichung ausschaut. Dasselbe dann nochmal in der Vorschau 5 plus 7 im Juni 2013, Vorschau 8 plus 4, September 2013 und dann kurz vor Jahresende eben nochmal im November gebe ich nochmal eine allerletzte Vorschau ab, wie ich erwarte, wie das Jahr gelaufen ist. So. Recht gut lässt sich das Ganze nochmal im Detail jetzt anhand eines Wasserfalldiagramms erklären. Wir haben hier oben quasi, wie ich es vorhin gesagt habe, Zustand A, Zustand B. Das EBITDA aus dem letzten Jahr ist quasi mein Ist-Zustand. Also mein Zustand A, den ich quasi ändern möchte. Und hier unten mein EBITDA 2013 in Summe, das ist quasi mein Zielwert, den ich erreichen möchte. Das
jetzt ist ja die Frage, wie komme ich eben genau von hier nach da und was sind meine Maßnahmen, um dieses Ziel zu erreichen. In diesem Fall hat man jetzt quasi die Maßnahmen nochmal verdichtet. Das heißt, wir haben hier aggregierte Positionen, damit man eben immer ein einheitliches Bild hat von diesem Wasserfalldiagramm, weil unter Umständen können diese Maßnahmen, je nachdem, wie man detailliert quasi reingeht, können sehr umfangreich werden. Und deswegen wurden diese Positionen nochmal verdichtet auf groben Summen. Wovon natürlich die wichtigsten in diesem Fall Menge, Preis und Personal sind, weil das so meine großen Stellschrauben sind, wie ich das Ergebnis in meinem Unternehmen beeinflussen kann. Gut, Kursdifferenz spielt eventuell eine Rolle, wenn Sie quasi in lokaler Währung erfassen und Sie rechnen dann nach Euro um. Dann kann es sein, dass je nachdem, in welcher Währung Sie sich bewegen, durch die Kurse eben, dass es dann noch größere Abweichungen gibt. Und das kann man dann mit so einer Kursdifferenz dann nochmal kompensieren. Man hat hier nochmal unterschieden, nicht die Maßnahmen quasi nochmal in positiv und negativ, also positiv hier, das ist quasi die grünen Balken, und negativ, das sind die roten. Man hat jetzt in diesem Fall die Maßnahmen quasi negative Effekte genannt, immer dann, wenn ja, letztendlich ein Faktor ist, der die Erreichung meines Ziels negativ beeinflusst. Das heißt, die verhindern, dass ich mein Ziel erreiche. Das könnte ganz einfach sein. Stellen Sie sich mal vor, Sie sagen, okay, um jetzt eine EBITDA-Steigerung durchzuführen, produziere ich einfach mehr. Das heißt, ich habe eine größere Menge, die ich verkaufen will. Aber eine Mengensteigerung geht natürlich auch immer Hand in Hand letztendlich mit einer Steigerung der Personalkosten, weil ich ja mehr Personal brauche höchstwahrscheinlich. Und natürlich auch mit höhere Kosten beim Thema Materialbeschaffung, weil wenn ich mehr produzieren will, brauche ich natürlich auch eine größere Einkaufsmenge. Und diese negativen Effekte quasi, die sich negativ auf meine Zielerreichung auswirken, kann man hier dann transparent abbilden. Im Optimalfall ist es dann so, dass ich meine die Erklärungsdifferenz, quasi der Unterschied zwischen meiner EBITDA aus dem Vorjahr plus den Maßnahmen möglichst gegen Null geht, weil dann bin ich auf einem guten Weg, mein Ziel zu erreichen. Und das ist halt genau der Punkt, wo dann auch die Geschäftsführung nachfragen kann und sagen, hör mal zu, du hast noch so eine große Erklärungsdifferenz, da passt doch was nicht. So wie wir momentan unterwegs sind, ist es fast nicht möglich, mehr das Ziel zu erreichen. Was sind denn da jetzt seine Schritte, um eben hier die Zielerreichung zu verbessern? Was ich noch zusagen muss natürlich, sinnvoll ist es jetzt nur bei diesen Maßnahmen, Deltas zu erfassen. Also letztendlich haben wir hier den Absolutwert aus dem Vorjahr und hier werden natürlich dann nur Änderungen erfasst, positiv wie negativ, auch zum jeweiligen Vorjahr. Also diese Mengensteigerung zum Beispiel hier um 2.200.000 ist eine Änderung im Vergleich zum Vorjahr. Gut. So, dann möchte ich auch gleich quasi in die Live-Demo einsteigen. Ganz kurz noch, was sind die Komponenten der Lösung, so wie sie jetzt in diesem Fall umgesetzt wurde. Also zum einen haben wir hier die SAP BI-integrierte Planung im Einsatz zur Erfassung der Bewegungsdaten. Also das werden die meisten wahrscheinlich kennen. Wenn Sie ein SAP BW im Einsatz haben, dann haben Sie auch automatisch immer die integrierte Planung auch mit dabei. Ist also das ein Standardplanungswerkzeug der SAP. Erfassen auch von Daten. Für das formatierte Reporting, also dieses Wasserfalldiagramm, was Sie gerade eben gesehen haben,
Das wurde mit Business Objects umgesetzt. Und zusätzlich jetzt in der Demo-Lösung ist noch das Argumento im Einsatz. Das Argumento ist ein Produkt der IBSolution selber, die letztendlich die integrierte Planung erweitert, um die Möglichkeit, ad hoc schnell Stammdaten eingeben zu können. Das ist so das klassische Problem in der integrierten Planung, dass ich nur immer auf Kombinationen eingeben kann, die schon vorher angelegt wurden. Und aus diesem Grund, aus diesem Mangel, sage ich jetzt mal, wurde das Argumento Edit entwickelt, das ein Add-on darstellt für das SAP DBW, wo man relativ einfach Web-Erfassungsmasken generieren kann, wo man dann Stammdaten im SAP BW pflegen kann. So können Sie ad hoc on the fly quasi zusätzliche Kombinationen anlegen, die Sie dann in Ihrer ganz normalen integrierten Planung buchen können. Man kann dieses Argumento Edit auch um sehr mächtige User Exits erweitern, sodass eigentlich alle Kunden und Anforderungen, die wir bisher so hatten, eigentlich abdecken kann. So, aber genug der langen Rede. Dann steigen wir mal direkt ein in die Live-Demo. Ich muss gerade nur den Internet Explorer öffnen. So. Genau, also Sie müssen sich jetzt vorstellen, dass wir sind jetzt im Juni 2013 und es ist jetzt die nächste Vorschau fällig und wir steigen jetzt ein hier mit einer Gesellschaft für das Jahr 2013 und wollen jetzt unsere Vorschau Werte erfassen. In dem Fall sind wir jetzt eine einzelne Gesellschaft, die Müller Fahrrad GmbH. Wir steigen in die Erfassung ein. So, also man sieht, wir sind aktuell eben im Bereich Vorschau 5 plus 7, wie gesagt Juni, unterjährig und haben jetzt hier die Möglichkeit, unsere Maßnahmen zu beplanen. Hier oben sehen wir in diesem Infoblock die generellen Vorgaben. Das heißt, ähnlich wie im Wasserfalldiagramm, was ich vorhin schon gezeigt hatte, haben wir hier das EBITDA aus dem Vorjahr. Wir haben hier unseren Zielwert, den es zu erreichen gilt. Wir haben hier die aktuelle Summe aus den unten geplanten Maßnahmen und die Erklärungsdifferenz. Das sehe ich gerade, hier ist der Wert noch falsch. Das waren so, das wird durchgängig durch Schienenwerte. So, Sie sehen jetzt, das hat sich jetzt gleich automatisch alles angepasst. So, also wir hatten schon eine erste Runde, wo wir die Vorschau 5 plus 7 erfasst haben. Und jetzt kommt noch ein zusätzlicher Faktor hinzu. Jetzt in unserem Szenario haben wir den Fall, dass die Gewerkschaften mit der Geschäftsführung zusammensaß und über eine Tarifrunde sich unterhalten haben und jetzt letztendlich man sich auf einen Kompromiss geeinigt hat, der aber leider so aussieht, dass die Tariferhöhung höher ausfällt, als von der Geschäftsführung ursprünglich mal erwartet. Natürlich schön für die Beschäftigten, aber es ist natürlich jetzt schlecht für unsere Zielerreichung. Das heißt, wir haben jetzt aktuell noch ein Ereignis, was vorher in dem Planwert oder in der Vorschau gar nicht abgedeckt war, also in der Vorschau aus dem März, wo wir plötzlich zusätzliche Kosten haben, also negative Effekte, die meinen Zielwert beeinträchtigen. Gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt nochmal 300.000 Euro quasi zusätzliche Kosten haben bis Jahresende. So, das heißt, die Erklärungsdifferenz, das heißt, was mir noch fehlt, um meinen Zielwert zu erreichen, sind aktuell 250.000 Euro, wo ich immer noch auseinanderliege durch dieses zusätzliche Ereignis.
Gut, hat man sich Gedanken gemacht, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, wir haben hier noch, noch einiges zu reisen, um unseren Zielwert zu erreichen. Und in dem Fall haben wir Glück, also das heißt, man hatte schon länger mit dem Vertrieb, Großerkundenakquise, war man unterwegs und hat es geschafft, eben einen neuen Großkunden an Land zu ziehen. Der könnte genau diesen Fall jetzt abdecken. Das heißt, ich habe jetzt transparent eine neue Maßnahme. Wir springen jetzt hier ab in das Argumento Edit und sagen jetzt, es gibt jetzt eine neue Maßnahme, die wir jetzt anlegen wollen und quasi die Lücke auffüllt. Wir sehen hier, es wird automatisch ein Schlüssel generiert. Ich lege jetzt diese neue Maßnahme als Text an, indem ich sage, neuer Großkunde. Radl Bauer. Es wird automatisch auf meine Gesellschaft, die ich am Anfang ausgewählt habe, eingeschränkt. Und ich sage, damit eben meine Maßnahmen auch in den Wasserfalldiagramm richtig auftaucht, welcher Kategorie diese Maßnahme gehört. Genau, es sind Mengenveränderungen durch diesen neuen Großkunden. Frage sichern. So, hier haben wir diese neue Maßnahme, neuer Großkunde Radl Bauer, Kategorie Umsatzwachstum. Da wurde jetzt automatisch von dieser Subkategorie, die ich abgeleitet hatte, die ich eingegeben hatte, wurde die Kategorie abgeleitet und quasi als Stammdatum im SAPBW angelegt. Springe ich wieder zurück in meine Ansicht, sage hier aktualisieren. Und ich habe jetzt neue Zeile verfügbar, neuer Großkunde Radl Bauer, den ich in dem Fall buchen kann. Also wir gehen davon aus, dass dieser neue Kunde, dass ich mit dem wahrscheinlich an die 6, sagen wir mal 500.000 Euro Umsatz machen werde. Und was natürlich hinzukommt, ich habe natürlich automatisch auch höhere Materialkosten. Das heißt, ehrlicherweise muss ich natürlich auch die Materialkosten nochmal erhöhen durch diese größere Absatzmenge. Da gehen wir mal von aus, okay, ich habe 200.000 Euro zusätzlich, die ich aufbringen muss. Und ich habe nochmal höhere Personalkosten, dadurch, dass ich quasi natürlich auch mehr Personal benötige, um diese Menge produzieren zu können. Gut. Jetzt habe ich meine Werte erfasst. Okay, wir haben jetzt immer noch eine kleine Differenz von momentan 57.000. Aber gut, da muss ich nochmal schauen, eben in dem Fall, was ich noch für Maßnahmen machen kann. Aber der große Posten ist jetzt erstmal auf jeden Fall reduziert. Und wenn wir jetzt abspringen nochmal in unser Wasserfalldiagramm, wird man es auch gleich mal sehen. So, ich muss mir jetzt nochmal am BO-Server anmelden. Wenn Sie einen Single Sign-On im Einsatz haben, dann geht es quasi nahtlos ineinander über und dann müssen Sie sich auch nicht nochmal anmelden. So, Sie sehen jetzt nochmal den aktuellen Zustand mit unseren negativen Effekten und eben mein Problem.
positiven Maßnahmen und haben eben, wir haben jetzt eben noch diese Erklärungsdifferenz von 57.000, wo man eben im Teil nochmal schauen müsste, wie man die vielleicht noch, sagen wir mal, lösen kann oder wie ich die eben noch zusammenbringe. Aber im Großen und Ganzen sieht es ja schon mal ganz gut aus, dass ich eben meine Ziele erreiche für 2013. Gut. Das war es jetzt eigentlich soweit von meiner Seite. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen und freue mich, wenn Sie noch die eine oder andere Frage hätten. Genau, also vielleicht noch für Sie zur Info, die Unterlagen werden Sie auf jeden Fall, die Folien nochmal unter dem Internet, unter dem SlideShare-Ordner finden oder dieses ganze Webinar ist auch nochmal aufgezeichnet und können sich jederzeit auf unserem YouTube-Kanal auch nochmal anschauen. Gut, dann bedanke ich mich.